Guten Morgen. Heute möchte ich auf eine Studie, die am Montag erschienen ist, hinweisen, die sicher für einige Menschen, insbesondere Menschen, die sich von Heilpraktikern beraten lassen, von großer Bedeutung sein könnte. Zeitgleich möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass man sich von solchen Untersuchungen oder Studien nicht verrückt machen lassen sollte. Einfach die Informationen aufnehmen und neutral als eine Komponente der eigenen Entscheidung mit einfließen lassen. Weder generell auf die Heilpraktiker schimpfen, noch davon reden, dass alle Studien sowieso Müll und manipuliert sind. Einfach mal Informationen aufnehmen, ohne emotional zu werden. Dafür mache ich ja auch diese Videos, nicht um Ängste zu schüren oder das andere Extrem, die Wissenschaft als Spielball der Reichen und Schönen dastehen zu lassen, sondern euch, die eventuell nicht die Zeit haben, aktuelle medizinische Forschung zu recherchieren, zu informieren. Und zwar hat eine australische Arbeitsgruppe um Peter Lay herausgefunden, dass das oft von Heilpraktikern empfohlene Nahrungsergänzungsmittel Chrom und die darin enthaltenen Chrom-3-Verbindungen. Ich habe das bei Amazon meistverkaufte Chrom direkt mal unten verlinkt. Auch das besteht aus diesen Chrom-3-Verbindungen. Im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Chrompräparate werden vor allem bei Diabeteserkrankungen eingesetzt von Heilpraktikern. Durch Röntgenfluoreszenzmikroskopie und einer sogenannten Röntgennahkantenabsorptionsspektroskopie hat man die Aufnahme der Chrom-3-Präparate in die Adipozyten verfolgt. Adipozyten, das sind die Zellen des Fettgewebes. Und ja, gängige Chrompräparate, wie auch eben das verlinkte, bestehen eben aus diesen genannten Chrom-3-Verbindungen. Die Adipozyten hat man dann untersucht nach der Chromeinnahme und ist dann auf Chromablagerungen gestoßen. Und nach Untersuchung und Analyse dieser Chromverbindungen, die in diesen sogenannten Hotspots lokalisiert wurden, hat man festgestellt, dass diese zu Chrom 5 und Chrom 6 Verbindungen oxidiert sind, die als stark krebserregend gelten. Die an sich ungefährlichen Chrom-3-Präparate sind also irgendwie in den Zellen oxidiert. Warum diese Oxidation vonstatten geht, das erklären sich die Wissenschaftler damit, dass insbesondere während der insulinbedingten Signalkaskaden der Zelle starke Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid gebildet würden. Daher ist von einer Einnahme der Chrompräparate ausgehend von dieser Studie abzuraten oder zumindest zu überdenken. Die Studie habe ich euch wie immer unten in die Infobox verlinkt. Weiterhin eine persönlich schlechte Nachricht: Mein Dörrgerät ist kaputt gegangen. Es hat mich viele Jahre begleitet, angefangen von Beef Jerky bis zur Rohkost, aber jetzt ist es nun friedlich und ruhig eingeschlafen. Das bedeutet, ja, es hat sich einfach ausgeschaltet und geht seitdem nicht mehr an. Also ich muss mir ein neues kaufen. Ich habe mich diesmal für ein viereckiges entschieden, der Firma Klarstein. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, zumindest ist mir bisher dadurch aufgefallen. Der Sedona und der Excalibur sind mir einfach zu teuer, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja so schon pro Monat mehr Ausgaben als Einnahmen habe und mich nun wirklich festgelegt habe auf meinen neuen Beruf. Und den Link, den ich von dem Dörrgerät, was ich mir gekauft habe, den findet ihr unten in der Infobox. Natürlich werde ich auch über dieses Dörrgerät eine Rezension machen und euch darüber berichten, ob sich der Kauf für mich gelohnt hat. Und ich habe einen guten Vergleich mit dem Bielmeier. Heute Abend ist es wieder soweit, der Let's Talk. Ich stehe wieder für euch live mindestens eine Stunde bereit, um über Themen zu reden, die euch bewegen. Egal, ob es einfache Dinge sind oder tiefergehende.
Kein Thema ist tabu, an diesem Tag der Woche soll es um euch gehen und die Themen, die wirklich euch interessieren und nicht die Vorgaben, die quasi durch mich jeden Tag gegeben werden. Das vorige Mal war vom 14-jährigen Veganer, der angerufen hat, bis zum Nationalsozialisten alles vertreten. Und egal wie schräg deine Meinung ist oder wie sozial unkompatibel, ich werde mich neutral jedem Thema stellen und dies mit euch zusammen besprechen. Ich habe oben in den Infokarten ein kleines Tutorial erstellt, falls ihr aktiv anrufen und mitdiskutieren wollt. Und hier habe ich den Link zum letzten Let's Talk gepostet, damit ihr mal seht, wie sowas abläuft. Ich freue mich und bin wieder gespannt, was mich diesmal erwartet, ob mich etwas erwartet und was mich erwartet. Einen schönen Donnerstag und entweder bis heute Abend um 8 oder morgen früh. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.